Herzlich willkommen. Ein neuer Tag, ein neues Video. Heute möchte ich auf jeden Fall dieses Mikrofon hier, hier irgendwie, habe ich mir gedacht, hier an die A-Säule verlegen. Irgendwie muss das ja gehen. Ich habe das schon mal gemacht früher bei meinem Golf 5. Und ja, wir gucken jetzt einfach mal, wie wir das da rüber manövriert kriegen. Ich habe jetzt einfach mal hier die Seitenverkleidung vom Sicherungskasten abgebaut. So, und dann habe ich mir das Mikrofon einfach mal hier unten irgendwie durchgefummelt. Und dann hinter der A-Säule lang, ja, werde ich das dann gleich hier ranklemmen, denke ich mal einfach. Dann die A-Säule wieder ranklipsen und dann ist das auch erledigt. Wir holen hier alles raus. Ne, und dann geht's auch übernächste Woche zur Essen Motorshow. Da freue ich mich schon drauf. Und dafür muss der Polo fit sein, ne? Dann kommt der, ja, der Langstreckentest. Heute ein weiterer Tag. Ich habe jetzt schon ein paar Sachen machen können. Also ich habe jetzt erstmal die Hutablage repariert, die Trommelbremsen sauber gemacht und den Innenraum geschrubbt wie ein Wilder. Ja, bin auch noch nicht ganz fertig mit dem Innenraum. Das sah wirklich aus wie Sau. Und ja, wenn der sauber ist, mache ich erstmal, kümmere ich mich darum, dass die Bremse hinten fertig gemacht wird. Die werde ich noch einmal komplett zerlegen und dann werde ich da alles sauber machen, neu einfetten und so wieder zusammenbauen, damit die Bremse hinten schier ist. So, die Hutablage finde ich ist ganz geil geworden. Also hier die Seite war ja so ein bisschen wackelig. Ah, Kleber ist noch frisch. Ich habe jetzt den Stoff hier unten aufgeschnitten und einfach Kleber untergedrückt. Ich hoffe, das hält. Und wenn das nicht halten sollte, dann werde ich einfach von der anderen Seite eine Schraube reinsetzen. So, hier auf dieser Seite habe ich meine Konstruktion auch soweit. Ich glaube, ich drehe den nochmal raus. Hier ist nämlich noch ein Stück Schraube dran und das verhindert, dass ich hier mein Plastiknöpsi ganz ranschrauben kann. So, so, und hier den Pömpel haben wir auch wieder repariert. Richtig geil, oder? Ich finde es einfach nur geil. Mal gucken, ob das was geworden ist. So, es ist schon sehr spät. Das werde ich jetzt noch ausprobieren. Mal gucken, wie das hier passt. Passt das? Das passt. Na.
allerbest. Guckt euch das an, Leute. Richtig schön eingerastet. Hier. Zack. Geil. Geil, geil. Mal gucken, ob das noch passt hier. Der Kollege funktioniert auch. Geil. Ja, und hier die Trommelbremsen. Komplett einmal sauber gemacht, entrostet und schwarz lackiert. So, und der Auspuff ist angekommen. Also, guckt euch das mal an. Was ist das für eine Qualität? Hoffentlich sind da keine Löcher in der Schweißnaht, ey. Eieiei. So, ein Teil. Immerhin E-Nummer gut sichtbar. Guckt euch mal das mal an, wie das hier angebraten ist. Das kriege ich ja besser hin, ey. Hier. Der geht doch. Das ist so. So. Ich hoffe wirklich, dass die ganzen Halter wenigstens an der richtigen Stelle sind und da keine Löcher drin sind, dass ich da noch ewig nacharbeiten muss. Wirklich hier nichts entgratet, mega scharf alles, ey, das ist, guckt euch das mal an, das ist echt unglaublich, aber naja, hoffentlich ist das Ding plan, dass ich den dicht kriege, ein bisschen nacharbeiten werde ich da auf jeden Fall, so Halter, Gummis, Schellen, alles dabei, Dichtung. Ja gut, aber so sieht das dann wohl aus, wenn man den billigsten Auspuff kauft, den man so auf eBay findet. Bitte zieh die ganzen Schweißnähte, vielleicht auch den ganzen Auspuff, einmal überlackieren, damit mir das nicht gleich wieder weggammelt. Erfolgreicher Tag. Ich habe den Polo jetzt wieder auf den Parkplatz geschoben. Runtergelegt. Ich muss hier gucken. Leider habe ich dieses Wochenende leider keine Hebebühne zur Verfügung. Und ich will ja meinen Auspuff tauschen. Man sieht hier auch schon ziemlich gut das Problem. Der ist hier gar nicht mehr miteinander verbunden. Ja. Der Rest des Auspuffes ist ja auch schon ziemlich hin. Also der wird komplett erneuert. Und ich hoffe, das reicht mir hier von der Bodenfreiheit, um den Eimer komplett auszutauschen. Gerade schon wieder was gesehen. Also die Lambda-Sonde werde ich gleich ein paar Mal einsprühen, bevor ich die löse. Und diese Muttern hier natürlich auch. Ich
Ich hoffe, man sieht es, aber da ist einfach mal gar kein Gewinde mehr drauf. Hier am Cut, also da kann ich nur beten, dass ich den neuen Auspuff da wieder dran kriege. Allgemein, die ganzen Schrauben sind so vergammelt. Es wird echt keine schöne Arbeit jetzt. Ich werde das hier erstmal alles einsprühen und dann als erstes versuchen, hier die Lambda-Sonde zu lösen. Oh, das Flexrohr ist raus. Man, alle so festgegammelt, also war schon ein kleiner Kampf, aber die Gewinde sehen doch noch alle ganz gut aus. Und ja, jetzt geht's weiter. Das Gummi da habe ich auch schon rausgemacht und jetzt kämpfe ich mich weiter durch bis nach hinten. So Leute, jetzt den Auspuff soweit los. Kriegt den jetzt natürlich nur nicht raus, weil es, wie es aussieht, noch der Original ist. Also eigentlich ist immer Endschalldämpfer und Mittelschalldämpfer schon getrennt, weil ja eins von beiden schon mal irgendwie neu gekommen ist. Hier aber ist das noch alles zusammen. Ich glaube, das ist auch noch der erste Auspuff. Deswegen hole ich mir jetzt kurz einen Flex. Stehen da einmal durch und dann jo, ist der Auspuff draußen. Ne? Braucht eine Hebebühne, ey. Braucht doch kein Mensch. So, jetzt ist hier aber dieser Draht nicht dran, oder? Nee, nicht mit dabei. Ach, das ist so. Alles fertig. Jetzt habe ich hier aber auch noch komplettes Innenraumfilter, Luftfilter, Ölfilter, sogar Spritfilter und Zündkerzen. Das werde ich gleich noch machen. Und dann werde ich auch noch Kühlflüssigkeit tauschen und dann werde ich auch noch Bremsflüssigkeit tauschen. Und dann ist er doch so langsam startklar. Mit dem Polo. Beim letzten Mal bin ich leider an den Radlagern gescheitert. Die eine Seite ging top zu wechseln. Für die andere allerdings hätte ich einen Abzieher gebraucht, den habe ich jetzt aber nicht gehabt. Deswegen habe ich mir hier eingebaut.
Und ja, die Nüsse sind auch angekommen. Das heißt, ich kann jetzt das Radlager ja, mit dem richtigen Drehmoment auch anziehen. Erstmal habe ich jetzt die eine Seite gemacht, damit das schon mal erledigt ist. Die muss ich gleich nur noch mal halt mit dem passenden Drehmoment anziehen. Ja, es ist auch schon wieder stockduster draußen, also Katastrophe. Ja, nur das Problem ist, wir haben November und das ist ja ein Winterauto. Der Winter bricht jetzt an. Ich muss auch langsam mit dem Auto fahren und das Auto muss fertig werden. Und deswegen muss ich jetzt auf Krampf noch hier im Dunkeln die Radlager fertig machen. Die Batterie war auch nicht mehr zu retten. Ich habe jetzt tatsächlich eine neue Batterie bestellt, weil ich habe die hier eine Woche geladen. Ja, dann konnte ich das Auto ein, zweimal damit starten, aber dann ist es auch wieder vorbei und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen neue Batterie. Ja. Und dann haben wir das Auto auch schon. Eigentlich ist er dann schon ganz gut davor, ne? Ja, so dunkel ist es schon wieder. Aber nützt ja nichts. Ich meine, gut ausgestattet bin ich, ja. Ich glaube, da kann man nichts gegen sagen. Und vorne der Auspuff habe ich ganz vergessen, glaube ich, zu erwähnen. Da muss auch noch ein kleiner Halter angeschraubt werden. Das werde ich auch noch gleich erledigen. Aber erstmal der Kollege hier. Ja, oder? Scheiße. Das mit dem Radlager war heute nichts. Den Halter, den ich gebaut habe, muss ich aber noch ein paar Änderungen vornehmen. Ja, ein paar Sachen nicht gedacht. Aber das ist halb so wild. Ja. Dann mache ich den Auspuff noch fest und dann ist auch Schluss für heute. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe mir jetzt hier noch Schrauben besorgt für mein selbstgebautes Werkzeug hier. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das Radlager abgezogen kriegen. So, Stunde der Wahrheit. Siehst du mal. Zack. Das war's schon. War doch viel zu einfach, ey. Mann. Kriegt der Kollege hier nochmal 150 Newtonmeter? Die andere Seite muss ich gleich auch noch mal mit 150 Newtonmeter nachziehen. Das habe ich ja beim letzten Mal auch nicht machen können und dann ist das schon mal fertig. Mega. Dann fehlt eigentlich nur noch die Batterie, ja klar, und die Karosserie, aber da kümmern wir uns später drum. Ich habe ja auch noch ein paar Monate hin bis zum TÜV und bis dahin werde ich das auf jeden Fall alles in den Griff kriegen. So, den Halter habe ich jetzt noch festgeschraubt. Das reicht jetzt auch für heute, würde ich sagen. Ich mache Feierabend. Morgen geht's weiter. So. Die Batterie kommt jetzt raus. Die alte. Das geht einfach nicht mehr. Ich habe die Schnauze voll. Also ich habe wirklich schon oft versucht, die jetzt aufzuladen und das funktioniert einfach nicht. Deswegen kommt die da jetzt rein. Neue Batterie ist drin, das Auto ist sauber, es ist wirklich krass. Ohne Scheiß, also das ist Endstufe. So, mal gucken, wie die Karre so anspringt. Lenkradschloss, so. Hey. Läuft. Also echt 1A. Läuft die Karre. Das ist so heftig, ich komme gar nicht drauf klar.
Ich komme nicht drauf klar, was das für ein Auto ist mittlerweile. Also es sind jetzt, ich bin jetzt ungefähr die zweite Woche hier am Arbeiten und es ist ein anderes Auto auf jeden Fall. Die Arbeit, die hat sich wirklich gelohnt. Ich fühle mich schon richtig, richtig wohl. Ich werde jetzt noch einmal spaßeshalber hier das Diagnosegerät anschließen und alle Fehler löschen, aber ja. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Kosmetik. Dass man den Wagen wieder schick kriegt und mal gucken, was so an Rost anfällt. Ansonsten ist der Wagen wirklich, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Macht echt Spaß. So Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mit dem heutigen Video. Ich würde mich sehr über ein Like oder ein Abo freuen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.